Ich begrüße euch alle recht herzlich heute zu unserer kleinen Pflanzenkunde, wieder in Kooperation mit Garnelen Gümmer und mir. Wir stellen euch heute eine ganz besondere Pflanze vor, für mich auf jeden Fall eine ganz besondere Pflanze, und zwar die kryptogrüne Venti Flamingo, die sich hier schon, glaube ich, ganz gut aufzeigt. Eine wunderschöne kryptogrüne Art, ja, die es auch noch gar nicht so lange gibt. Diese Pflanze kommt aus Südostasien und ist so im Schwierigkeitsgrad zwischen mittel bis schwer anzusiedeln. Wobei ich finde, wenn man so ein paar Eckdaten beachtet, dann ist sie eigentlich gar nicht so schwer in der Haltung. Man vielleicht hier in meinem Hintergrund bzw. meinem Nebengrund ganz gut erkennen kann, ist es eine Pflanze für den Vordergrund oder auch je nachdem für den Mittelgrund. Aber, also ich habe sie hier definitiv im Vordergrund. Es kommt auch stark auf das Licht an. Ja, wenn das Licht so ein bisschen weniger ist, dann wächst sie mehr in die Höhe. Wenn das Licht recht stark ist, dann wächst sie eher niedrig und in die Breite. Ja, also umso mehr Nährstoffe bzw. optimale Bedingungen sie findet oder ihr gegeben wird, umso kleiner und kompakter wächst sie dann auch. Diese Kryptogrün-Art wächst auf jeden Fall sehr langsam. Ich würde sagen, die Kryptogrünen sind generell Pflanzen, die sehr langsam wachsen, weshalb ja, man auch gar nicht so viel Pflegeaufwand braucht. Ja? Also es ist wirklich verrückt. Diese Konstellation hier steht jetzt bestimmt schon ein Dreivierteljahr. Oder vielleicht sogar auch schon, ja. Und bisher musste ich da noch nichts irgendwie minimieren bzw. beischneiden. Wobei Schneiden bei der Kryptogrün jetzt auch nicht die richtige Wahl ist. Diese Pflanze vermehrt sich ja über Rhizomteilung bzw. über die Rhizome. Wenn einem es dann zu viel Pflanze wird, dieser Art, dann kann man diese Pflanze aus dem Boden holen und einfach an den Rhizomen die Pflanze teilen. Ja, dass quasi aus einer zwei werden oder vielleicht auch mehr. Und dann ja, kann man dann den Ableger irgendwie in einem anderen Aquarium einpflanzen oder vielleicht auch verschenken, ja, je nachdem. Es geht halt sehr einfach. Aber bis es dazu kommt, vergeht wirklich einiges an Zeit. Also wenn ihr eine Pflanze sucht, die sehr wenig Pflegeaufwand braucht, seid ihr hier definitiv richtig. Und es ist eine sehr genügsame Pflanze. Also wenn sie, ich sage mal, viel Licht bekommt, also ich bin, glaube ich, das beste Beispiel dafür, wenn die Pflanze ganz gutes Licht hat und auch ganz gut beleuchtet wird am Tag, ja, von der Beleuchtungsdauer her, dann wird diese Pflanze sehr, sehr schön rosa-pink, ohne Dünger, ohne CO2. Ja, also es ist, deshalb würde ich diese Pflanze gar nicht unbedingt als Mittel einkategorisieren, weil, mit so ein paar Tipps wird diese Pflanze richtig schön. Ein weiterer Tipp an dieser Stelle vielleicht direkt: Sollboden und weiches Wasser. Sollboden, Leute, wächst diese Pflanze richtig, richtig gut. Das ist mal so ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Und diese Pflanze ist, diese Pflanze hat, das ist so meine eigene Erfahrung, die Möglichkeit, auch auf Hardscape zu wachsen. Ja, das klappt, glaube ich, nicht immer so, aber es gibt die Möglichkeit. Also diese ganzen Kryptogrünen hatte ich vorher eine ganze lange Zeit auf schwarzem Lava geklebt. So, und die Wurzeln, also man muss halt dann wissen, die Pflanzen werden nicht so pompös, ja, sie bleiben schon eher klein, aber von der Farbgebung her und so gibt es da gar keine so großen Unterschiede. Also die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall, diese Pflanze auch aufzukleben. Das mal so als kleines Extra an dieser Stelle. Das ist so mein Erfahrungswert, das ist auf jeden Fall möglich. Also wenn man da stiltechnisch oder layoutmäßig irgendwie so ein bisschen was vorhat, ja, dann kann man diese Pflanze schon dafür nutzen. Also wir haben ja schon festgestellt, das ist eine sehr langsam wachsende Pflanze.
Wie ist es denn jetzt, wie hoch kann sie denn überhaupt werden? So angegeben sind so 10 bis 20 Zentimeter. Meine Erfahrung, mehr wie 10 schafft sie nicht so unbedingt. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Es ist schon wirklich eine Pflanze für den Vordergrund oder halt je nach Layout auch was für den Mittelgrund. Für den Hintergrund würde ich sie jetzt mal ausschließen. Von der Farbgebung her liegt sie so im grünen bis rosanen Bereich. Also ihr seht ja, hier ist wirklich fast alles rosa. Ein paar wenige Blätter sind in so einem verwaschenen Grün, sage ich mal. Es ist schon jetzt anders wie hier bei der Rosenmeiden, wo man das Grün richtig deutlich erkennen kann. Es ist bei der Kryptogrüne Flamingo dann doch noch mal ein bisschen anders. Was wir ja auch schon festgestellt haben und was auch meine Erfahrung ist, diese Pflanze braucht definitiv viel Licht. Ja, angesiedelt ist es im Bereich mittel bis hoch. Also ich habe ja jetzt hier auch keine Hochleistungslampe drauf. Ja, also keine so super teure Lampe. Aber ihr seht, es reicht vollkommen aus, damit diese Pflanze ihren schönen Rosaton erreicht. Vielleicht kommen wir mal zu den Wasserparametern. Was denn da so, ja, was die Pflanze einfach bevorzugt. Da liegen wir im pH, ja, bei dem Wert 6 bis 7,5. Ist so, ja, ich denke mal, so ein neutraler Rahmen. Ja. Bei der Temperatur liegen wir hier bei 22 bis 28 Grad. Also diese Pflanze, so ganz kühl mag sie es dann auch nicht, beziehungsweise doch nicht. Die Carbonathärte liegt so oder sollte zwischen 2 und 8 liegen. Und die Gesamthärte zwischen 4 und 15. Und das kann ich wirklich bestätigen. Also in weichem Wasser mit Säuboden wächst diese Pflanze richtig, richtig gut. Natürlich kann man dieser Pflanze auch CO2 zuführen. Der optimale Wert liegt hier zwischen 20 und 30 Milligramm pro Liter. Ich hoffe sehr, dass dieses Video euch von dieser Pflanze überzeugen konnte. Ich finde, es ist eine richtig, richtig schöne und interessante Pflanze. Ich denke auch vor allem für die Mädels was ganz Besonderes, wenn man irgendwie vielleicht so ein pinkes Aquarium, wie ich das habe, einfach mal umsetzen möchte. Und ja, hoffe, dass ihr euch begeistern konntet für diese wunderschöne Kryptogrün-Art. Vielleicht habt auch ihr dann bald so eine schöne Kryptogrüne in eurem Aquarium. An dieser Stelle vielleicht noch die kleine Info. Unter dem Video gibt es ja immer einen kleinen Beschreibungstext. Und da ist auch ein Link, wo ihr genau zu dieser Pflanze wieder zurückkommt, falls ihr euch hier auf YouTube verloren haben solltet. Und ja, da kommt ihr dann natürlich auch zu Garnelengümmer, wo ihr die Pflanze erwerben könnt. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Pflanzenvideo dann wiedersehen. Welche Pflanze das sein wird, das weiß ich noch nicht. Aber Leute, ich bin sehr gespannt, welche Pflanzen wir denn hier noch alle kennenlernen werden. Hoffentlich viele. Und an der Stelle würde ich auch mich verabschieden. Ich wünsche euch alles Gute und würde sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.